Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es stehen die News KW11 an. Nicht wundern, was hier steht, das ist eben SmartThings fürs Wochenende. Also los geht's! So, ich hoffe, diese Woche läuft besser, denn die letzte war wirklich nicht schön. Erst fallen in der Arbeit die Kisten aus wie die Fliegen, dann fliegt mir privat mein Proxmox-Cluster auseinander. Ja, obwohl nur ein Intel NUC von dreien betroffen war und damit das Quorum hätte okay sein müssen. Nun ja, auch keine Reparatur der Container möglich. Ja, also her mit dem Backup. Ja nun, was soll ich sagen? Das automatische Backup zu meiner Synology hat wohl auch nicht 100% funktioniert. Also musste ich hier auch ein älteres nehmen. Wie heißt es so schön? Wenn dann mit Schwung. Ja, als wenn das nicht schon gereicht hätte. Nein, der ZigBeeCon B-Stick muss auch noch abrauchen. Alle 10 bis 15 Sekunden Connect, Disconnect, ja. Und dies eben auch an verschiedenen PCs getestet. Egal ob Windows, Linux, Mac. Ergo schnell neu bestellt. Über die Software kann man ja auch ein Backup erstellen. Und natürlich einspielen, ja, was ich bei der Einbindung neuer Produkte auch immer mache. Gesagt, getan und das Ergebnis war semi. Ja, ich hatte das testweise ja schon mal gemacht mit dem gleichen Stick, das war soweit okay. Mit dem neuen musste ich ja, das Netz erstmal einige Stunden in Ruhe lassen, bis ich es beruhigt hatte. Und da war 80-90% wieder erreichbar. Also das, was ich letztens vorgeschlagen hatte mit, man nehme zwei Sticks auf zwei verschiedene NUCs und macht ein Failover und spielt einfach das Backup ein. Ja, so war die Theorie. Aber leider scheint es eben einige Zeit zu dauern und dann auch nicht 100% zuverlässig. Aber zumindest waren meine ja, beim Anlernen zickigen, aber schönen Osram Gartenpools mit am Start. Auf jeden Fall führt es einem wieder vor Augen, wie gut Disaster Recovery ist. Eben auch im Privatumfeld. Und noch kurz angemerkt, ich habe das Ganze ja in der VM laufen, jetzt habe ich es wieder neu installiert und in den Container gepackt. Ja, hatte ich schon mal, beim Config war es ja da ein bisschen problematisch. Dieses Mal ging es relativ schmerzfrei auf einem Ubuntu, schöne Sache. Und der Nebeneffekt, ja, ich habe jetzt das Release 2.0.5.75 am Start. Unter anderem eben spannend die Unterstützung des Hu-Buttons ja, und iCursor. Ja, werde euch natürlich berichten, wenn ich das dann entsprechend eingebunden habe. Ja, außerdem gibt es den neuen Raspi 2. Wer eben keinen USB-Stick möchte, sondern direkt auf einem Pi 1 bis 4 stecken möchte. Ja, den Link habe ich wie immer in die Beschreibung gepackt. Ja, ist es ein Dongle oder ein Android-TV? Es wird beides. Laut 9to5 Google gibt es einen neuen Chromecast, der 4K HDR unterstützen wird und vor allem dann natürlich mit einer Fernbedienung aufwarten kann. Ja, ist das wirklich eine gute Idee, Konrad? Oder sieht man ja mit der Smart Home Allianz die Fälle wegschwimmen? Bisher war Konrad Connect ja genau das, eine Plattform, die viele IoT-Geräte miteinander verbunden hat. Keine Sorge, wird es auch weiterhin. Drei Projekte könnt ihr weiterhin eben kostenlos managen. Aber man richtet sich eben neu aus und möchte mehr Unternehmen ins Automatisierungsboot holen mit Premium-Services und sich um alles kümmern. Was haltet ihr davon? Irgendwie muss man ja auch zu Geld kommen, wenn man nur eine Software hat, oder? Jetzt habe ich doch letzte Woche in den News meiner Frau vorgeschlagen, endlich meine 4K-Fernseher zu holen, nachdem mein Samsung zu alt für SmartThings ist. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich probiere ja gerade den Samsung Hub eben und SmartThings aus. Ja, das zweite Video kommt wirklich am Wochenende, sorry dafür. Ja, jetzt muss ich etwas über Ads innerhalb der Hubs lesen. Spinnen die? Werbung auf der Webseite, wenn ich nicht für zahle, okay. Aber ich kaufe mir ein Gerät für einen Tausi und kriege dann Werbung und kann es nicht deaktivieren? Oder stell mir gerade vor, den neuen 8K QLED 950T für 6.000 Euro. Geh ins Menü und dann springt so ein Drittelbildschirm eben mich Werbung an. Das Ganze kocht auf jeden Fall auch in der Community hoch. Ich denke, da hat sich Samsung ein Ei gelegt. Übrigens solltest du wie ich eben einen Receiver zum Umschalten der Eingänge benutzen. Ja, und auch sonst eben die Apps eher links liegen lassen, dann dürfte dich das nur am Rande tangieren. Auch so ein Aufreger war der Sonos Recycling Modus. Den wird es jetzt aber nicht mehr geben. War wohl zu viel Kritik, was man sich anhören musste. Wer es nicht mitbekommen hatte, via Software wurde das Gerät eben stillgelegt.
Ja, und dafür bekam er einen Rabatt bei neuen Geräten. Das wurde aber halt nicht richtig recycelt. Ja, spannend bei Sonos finde ich jetzt, dass sie sich wohl bald über Lumia in Aquaras Welt einbinden lassen. Ja, mal wieder ein netter Deal bei Sonos, ja, die dann eben premiummäßig ja, in den Stores im asiatischen Raum vertreten sein werden. So, angekündigt war es ja schon länger. Jetzt ist es auch soweit. Das alte U-Gateway V1 wird eingestellt. Ergo keine Internetverbindung mehr. Wenn ihr nur zu Hause agiert und euch ja keine neuen Features wichtig sind, könnt ihr natürlich trotzdem noch benutzen. Übrigens gab es eine neue Firmware, wo verschiedene Leuchtmittel ab jetzt weiter runtergedimmt werden können. Aber laut uBlock gibt es da eben nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Denn im Zusammenspiel mit dem Bewegungsmelder scheint es wohl eben zu stark zu dimmen. Ja, wenn wir bei Zigbee bleiben, Osram-Nutzer müssen jetzt ganz stark sein, aber es war eigentlich abzusehen. Das Lightify-Programm wird eingestellt. Am 31. August nächsten Jahres ist Schluss. Ergo, alles, was eben dann mit der Cloud des Anbieters zusammenhängt, wird dann eben nicht mehr funktionieren. Darunter eben die Quasselbüchsen. Ob vielleicht SmartThings etwas für euch ist? Am Wochenende gibt es den zweiten Teil, wie ihr wisst. Tada! Die ganze Zeit hatte sich Apple gegen Corona gewehrt. Ja, jetzt ist es offiziell. Das SE2 oder wie manche es auch nennen, das iPhone 9 Event ist abgesagt. Ja, laut dem YouTube-Kanal Frontpage Tech, der sich auf interne Apple-Quellen bezieht. Andere Quellen berichten aber, dass die Produktion trotzdem bald starten wird. Außerdem scheint wohl eine neue Apple Watch in Planung zu Herbst und Gerüchten von 9 to 5 Mac zufolge mit einem neuen Feature und zwar Sauerstoffmessung im Blut. Das Ganze soll wohl im Code vom neuen iOS 14 entdeckt worden sein. Wenn ich ja jetzt noch wüsste, ob es dafür die neue Watch braucht, ich hadere nämlich schon die ganze Zeit mit mir, welche Smartwatch ich mir kaufen soll. Und Apple ist da ziemlich weit vorne mit EKG etc. Man wird eben auch nicht jünger. Oder was könnt ihr mir empfehlen? Ja, wer übrigens ein iPad eher der dritten Generation hat und das Display zicken macht, Apple hat das erkannt und ein Reparaturprogramm am Start. Du liebst Xiaomi-Produkte? Ja, und du magst einen 20-Euro-Gutschein? Wer nicht? Ja, dann schau doch einfach schnell im neuen Xiaomi-Shop vorbei. Am Freitag, den 13.03., wird er eröffnet. Ja, der Online-Shop für Deutschland. Ich hoffe nur, da kommen demnächst noch ein paar mehr Produkte rein. Ja, hegt man den Wunsch nach einer Videotürklingel, dann landet man bestimmt auch mal bei den Doorbells von Amazon. Jetzt gibt es wohl bald eine neue, inklusive Pro-Modell, wie Zatz Not Funny berichtet. Das Bild war kurzfristig auf Ringsseite zu sehen mit Beschreibung. Ergo wird es dann wohl 5 GHz geben, ja, und eine Near Motion Zone, was bei der Tür kam, ja durchaus Sinn ergibt. Ja, ob ich jemand dann im sensitiven Bereich ja von der Cloud abhängig sein will, ja, das muss jeder für sich entscheiden. Trommelwirbel, die Firmware 1.6 ist released. Jetzt aber los mit dem Türsensor. Okay, dauert trotzdem noch einige Tage. Ja, dafür neue Features hinsichtlich dem Shelly 1, PM und Add-on. Es wird jetzt der DHT22 unterstützt, also der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Auch neu die Actions eben für den Flood, ergo via HTTP-Request melden, wenn Wasser detektiert wird. Scheint aber möglicherweise nicht so zu funktionieren, wie einige Kommentare zeigen. Es wurde sowohl der Flood wie auch der H&T getestet und schien nicht ganz so zu funktionieren. Ja, auch ist jetzt für den Dimmer ein Manageable Debounce dazugekommen. Ergo, wer eben Probleme mit so einer Geisterschaltung beim Dimmer gehabt hatte, ja, das sollte hoffentlich jetzt der Vergangenheit angehören. Außerdem gab Dimeter jetzt eine Roadmap, ja, für dieses Jahr heraus und ich finde, die hat es wirklich in sich. Ja, noch im April ein Gassensor, allerdings mit direktem Steckdosenanschluss. Ja. Der heiß erwartete Dimmer SL, also eben der ohne direkten Neutralleiteanschluss auskommt und ein Button über Batterie. Ja, bitte nicht ganz so mächtig wie der von Maistrom. Ja, ich wünsche mir eben zum Beispiel aufladbar, wenn ich was wünschen dürfte, über 5 Volt. Okay, zu viel des Guten, aber der Z-Wave Button, der ist echt genial. Ja, und dann auch noch der i3, also das Teil eben ohne Relais. Für was man sowas braucht? Naja, erstens mal günstiger und zum zweiten, wenn ich etwas fernsteuern möchte.
Ja, dann bis Juni neue G10-Spots mit den Namen Duo und RGB und ja, der Shelly Smoke 2, auf den viele von euch warten und einige wahrscheinlich übergangsweise andere sich besorgt hatten. Ja, wenn ich jetzt allerdings noch was von, haltet euch fest, 15 Devices lese innerhalb der nächsten 4 Monate, ja, da wird mir wirklich irgendwie Angst und Bange, dass sie sich nicht wieder übernehmen. Ja, ich denke, ich spreche für viele, ja, dass die Community schon froh wäre, wenn die angekündigten Produkte innerhalb der 4 Monate kommen würde. Ja, wer übrigens den Shelly immer noch nicht traut, kann sich gerne auch mal die Aktoren von El Taco ansehen. Ja, die Baureihe 64, darunter ein Stromstoßrelais mit Funk. Ja, übrigens mal kurz gezeigt hier, das Tint-Retro-Leuchtmittel ist jetzt verfügbar. Ich habe jetzt so viele von den Dingern, ja, es wird Zeit für eine Gegenüberstellung. Oder soll ich vielleicht warten, bis eben die Shelly-Leuchtmittel hier noch eintrudeln? Kann ja auch nicht mehr so lange dauern. Ja, schreibt mir einfach gerne mal unten rein. Natürlich gibt es aber jetzt am Wochenende erstmal hier SmartThings Teil 2. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer sehr gerne Daumen nach oben. Ansonsten sage ich mal, bis zum Wochenende. Man sieht sich und ciao, ciao, euer Jörg.